Also selbst dieser Anfang ist wichtig. Dieses Stehen ohne irgendwas zum Sammeln. Das ist das, was wir dieses Jahr gemacht haben, und ich würde jetzt renne ich euch bestimmt aus dem Bild. Also das wäre jetzt die kurze Schleife, dann machen wir die, dann renne ich nicht aus dem Bild. Ja. Sonst eben schon mit dem Mähneteilen anfangen. Dann jedes Mal immer zum Abschluss, das ist ja dann kein Abschluss, die Pieper, damit die einmal immer vorkommt und dann wieder anfangen. Oder wie gesagt, eben nach der Pieper, vielleicht kriege ich das noch hin, nach der Pieper zurück zum Ball und dann Mähne teilen. Den Kranich, Kniestreifen, Pieper als längere Schleife. Ja. Ihr wisst die Intention, ne? Dass man so einen längeren Abschnitt, den wir wie gesagt in diesem Jahr gelernt haben, schon mal an einem Stück geht und auch da dann die Ungleichgewichtungen mitkriegt und eben das auch dann ein bisschen vertieft. Ne? Also wenn ich zum Beispiel merke, wow, das mit der Mähne teilen, das habe ich ewig nicht gemacht, so, das war ja Anfang des Jahres, dann kann ich ja versuchen, dieses als Schleife zu gehen. Ne? Einfach das, sich zu erinnern, dass hier so ein Kranich war und so, zur Not eben nachgucken. Aber wenn ihr relativ neu dabei seid, dann ist das mit dem Kniestreifen schon eine tolle Schleife. Und wie gesagt, das können wir ja nochmal machen. Dieses Chi-Tragen ist auch wunderbar, weil es übt eben auch dieses Gehen ein. Das Gehen, das bei sich sein, das ist noch relativ unisono, also da ist nichts asymmetrisch. Und man kann da auch sehr gut zu sich kommen. Das ist schon sehr nett. Macht das manchmal, besser gesagt jedes Mal, wenn ich normalerweise, das habe ich jetzt gar nicht gemacht, wenn ich normalerweise mit diesen Tai-Chi-Formen loslege, dann mache ich erst das normale Gehen, also wirklich komplett ohne meine Arme zu benutzen, so wie ich das allen auf der Wiese auch zeige und wie ich das im YouTube-Video auch gezeigt habe, sogar auf Udemy als Kurs. Erst dieses Gehen, um festzustellen, ob das alles so ist, dass ich damit zufrieden bin.
dreht meine Hüfte vollständig, komme ich richtig an, bleibt die Hüfte in dieser Stellung und all solche Kleinigkeiten, die man aber dann spürt. Ja? Erst das und da auch dann, auch ich mache dann erst das Qi-Tragen. Ja? Und stelle dann eben fest, passt das? Bleibe ich locker dabei? Also ich kann euch das nur empfehlen. Dieses Qi-Tragen ist wirklich gut. Und das Qi-Ball-Drehen. Ja? Jetzt hätte ich beinahe gesagt, passt auf. Also seid euch bewusst, was ihr da tut. Ne? Also weil der Affengeist, also der Geist, den man leider in Meditation nur so kennenlernt, das ist halt der Grund, warum ich da so... Ne? Immer diese Meditation anführe, ihr braucht das hier. Weil sonst seid ihr quasi andauernd auf so einem, oh, das kenne ich, das ist läppisch, das kann ich schon, geht weiter, 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 weiter. Und dann seid ihr nicht in diesem Moment. Ne, darum geht es aber. Deswegen eigentlich nicht schneller werden, nicht mehr, sondern mehr hier. Mehr hier fühlen, mehr hier sein. Das ist bei mir auch nicht immer so. Ne? Aber ich weiß zumindest, siehst du, mein Affengeist, der wird es langweilig, schnell, 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 weiter, weiter, weiter. Das ist der falsche Weg. Das ist Körperwahrnehmung und Entspannung. Ne? Da brauche ich nicht mehr. Es ist schon gut, den ganzen Körper beteiligt sein zu lassen. Ne? Man kann auch zwei Finger Qigong machen, haben wir auch schon gemacht. Also einfach nur stehen, aber selbst nur das Stehen vom Anfang. Da sieht man ja von außen fast gar nichts. Aber da sieht man, das ist ein anderer Ansatz. Also worauf ich hinaus wollte, ist, dass man dann sagt, boah, komm hier, das habe ich schnell gehen, kenne ich schon, dann hier das mit dem Qi-Tragen, finde ich langweilig, so hier jetzt drehen, Qi-Ball drehen. Ganz schnell. Schnell Schneeball drehen. Nein! Ist wirklich ganz langsam. Und normalerweise dann auch wirklich sehr lange. Ja. 10 Minuten, 20. Ja. Nur mit diesem Schneeball drehen. Und nachdem ich so, weiß ich, annähernd 5 Minuten oder was ich auch immer brauche an Zeit fürs Gehen aufgewandt habe, und dann fürs Qi tragen. Und wenn ich dann meine, ich möchte noch das Qi-Ball drehen machen, Tai Chi-Ball, ne, dann ist das okay. Aber langsam, langsam. Ein gutes Zeichen ist, wenn ihr raus aus dem Perfektionismus kommt und das Lächeln entsteht. Und also das könnt ihr als Ziel nehmen, so wie die Brahma-Viharas. Also wenn ihr richtig loslegen wollt, was erreichen wollt, Liebe, Mitgefühl, Mitfreude und Gleichmut. Die Dinger endlos. Da könnt ihr loslegen und durchstarten bis zum geht nicht mehr. Diese Sachen, das führt zu, oh, ich muss das gönnen, ich bin besser als alle, guck wie toll ich bin. Nein, uninteressant. Das führt eben nicht zur Entspannung. Das führt zu Ego-Blähungen oder sowas. Es gibt Leute, wenn ihr das machen wollt, wollt ihr das. Das ist aber nicht mein Ansatz. Das ist nicht das, was ich beibringe. Jetzt, das war schon alles, denke ich, oder? 18, 19, nee, ich mag gar nicht. Ich mag jetzt sitzen. Ich mag sitzen und dann mache ich auch nicht mehr. Also ich mache ja heute noch wieder was auf der Wiese, noch stundenlang. Ne? Ich kann euch nur empfehlen, dann auch selber eure Praxis weiterzumachen. Also wie dieses Gehen zum Beispiel.
ich mache jetzt diese merkwürdige Atemübung. Und das ist leider oder zum Glück sind wir alle verschieden. Und da ist der Fortschritt auch verschieden. Also ich habe heute also ein bisschen mehr meditiert als normalerweise. Es kann sein, dass ich, also ich fühle mich jetzt ein bisschen zu überdreht, deswegen mache ich diese Atemübung auch, ne? Also mit den geöffneten Lippen zum Beispiel, um noch mehr zu mir zu kommen. Aber ich weiß, das ist schon, also ich, das, was ich jetzt als zu aufgeregt empfinde, ist an manchen Tagen für mich schon die absolute Ausgeglichenheit. Also, es ist halt, jeder Tag ist verschieden. Also wie immer einfach mitkriegen, wenn vollständiger Atem geschieht. Weil durch diese positive Verstärkung ihr euch langsam in die Richtung eines vollständigen Atems bewegt. Ihr könnt, um das halt mal kennenzulernen, das alles forcieren, aber haltet euch nicht mit diesem willentlichen Forcieren zu lange auf. Weil es geht ja um einen unterbewussten Vorgang, Atemzyklus, ne? Atemmuster, Atempattern. Das kann sein, dass ich das langsam in diesen Nachmittagsstream noch einbaue. Mal schauen. Diese Atemübung. Auch dafür gibt es Apps, also die einem so ein bisschen diese verschiedene Muster helfen einzuprägen. Am Anfang ist einfach Boxatem, also ne, gleichmäßig Pause, einatmen, gleichmäßig Pause, gleichmäßig ausatmen, Pause, ein, Pause, aus, also gleichmäßig. Und wenn ihr merkt, na, das mit dem Energie aufbauen, das kommt später, also jetzt keine große Ki-Atmung. Das ist eine Zwerchfellanspannung, wenn ihr das, also wenn das von selber schon geht, ja, macht da keinen, nicht den Affen, nicht dem Affengeist folgen, also nicht dem, oh, ich muss das jetzt können und so, nee.
Aber wenn ihr merkt zum Beispiel, dass ihr ziemlich aufgewühlt oder ängstlich oder sowas seid, also wenn ihr ein bisschen mehr Erdung braucht, dann ist es langsam länger ausarbeiten, also ausatmen, das 4-7-7-4 Rhythmus wäre gut. Wenn euch das zu kompliziert ist, einfach länger ausatmen. Ne? Und genießt jede Pause und so, das ist wichtig. Ne? Und über die Zeit, also wenn ihr das öfter habt, über die Zeit schauen, ob ihr mehr so Richtung Bauchatmung kommt. Ne? Weil Angst und Aufgewühltheit ist meistens dann hier so ein flacher oberer Atem. Wenn aber von selber der Bauch so rauskommt, das ist mehr Richtung Entspannung. Ne? Und vollständig atmen ist auch gut für den Sauerstofftransport. Du musst auch die Schultern lösen und all sowas. Wunderbar, ich glaube, das war's für heute schon. Ja. So nicht mit Absicht in die Länge ziehen. Ich habe daran gedacht bei der Peking-Form, also weil diese Peking-Form wollte ich auch schneller lernen. Aber eigentlich um so schnell wie möglich diesen Lernaspekt, also diesen hohen Choreografie-Lernaspekt absolviert zu haben, dass ich eben dann mehr bei mir sein kann. Also dass ich zumindest grob weiß, wie das so aussieht mit den Händen und den Beinen und so. Dass ich dann, während ich das übe, mehr bei mir sein kann und mehr auf diese Körperwahrnehmung komme. Also raus aus dem, wie geht das, zu, wie fühlt sich das an. Also auch das war meine Intention. Nicht, ich will das jetzt lernen, damit ich dann danach noch mehr lernen kann. Also dann danach noch eine neue Form und so. Nee, das war bei mir schon nicht mehr. Das stimmt. Einsammeln des Qi im Sitzen. Fürs Mitmachen und fürs Mitgehen auf dem Weg zur Körperwahrnehmung und Entspannung und zum Entwickeln des inneren Lächelns. Habt ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal.